Vor 3 Jahren kam die erste Generation des Opel Meriva auf den Markt. Der Meriva verkaufte sich bislang 500.000 Mal und übertraf damit alle Erwartungen. Grund genug, den Minivan in einer aufgefrischten Version anzubieten. Doch viel geändert hat sich eigentlich nicht. Die Meriva-Käufer wollen das so. Das zumindest hat eine Umfrage von Opel ergeben. Jetzt zieren ein Grill mit breiter Chromspange, ein großer zentraler Lufteinlass und runde Nebelscheinwerfer das Gesicht des Meriva. Dazu kommen abgedunkelte Rückleuchten und die Chromleiste am Heck. Das war's aber auch schon mit den äußerlichen Neuheiten. Das einfach zu handhabende und gut durchdachte Raumkonzept Flex Space begeistert durch seine Vielseitigkeit. Mit wenigen Handgriffen kann man aus dem Fünfsitzer einen Zweisitzer mit einer ebenen Ladefläche und Raum bis zu 1410 Liter Fassungsvolumen machen. Selbst sperrige Gegenstände lassen sich mühelos verstauen. Neues gibt es bei der Technik. Der Meriva kann nun optional mit adaptiven Halogenkurven und Abbiegelicht ausgestattet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, auf Wunsch eine Bluetooth-Schnittstelle fürs Telefon, wahlweise mit Sprachsteuerung, zu integrieren. Das Fahrwerk ist eher hart abgestimmt. Querfugen dringen deutlich zu den Insassen durch, lange Bodenwellen werden aber wirksam absorbiert. Störend ist, dass bei höherem Tempo die Windgeräusche im Innenraum stark zunehmen. Dekorleisten, neue Polsterstoffe sowie verschiedene Chromelemente prägen das Interieur. Gegen Aufpreis ist eine Voll- oder Teil-Lederausstattung erhältlich. Fond-Passagiere genießen im Meriva gute Beinfreiheit. Mit dem Twin-Audio-System können die Passagiere vorn Radio und hinten über Kopfhörer CD hören und umgekehrt. CD-Titel und Lautstärke sind dabei frei anwählbar. Das sorgt für ungestörten Musikgenuss bei allen Beteiligten. Insgesamt 5 Motorvarianten bietet Opel für den Meriva an. 2 Turbo-Diesel-Aggregate mit 75 oder 100 PS sowie 3 Benzinmotoren mit 90, 105 und 125 PS. Wem das noch zu wenig ist, es gibt auch eine OPC-Version mit 180 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km pro Stunde. Unser Testwagen mit 1,6 Liter Hubraum und 105 PS erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 181 km pro Stunde und soll laut Opel 6,7 Liter Kraftstoff auf 100 km verbrauchen. Der geliftete Opel Minivan kostet ab sofort in der Basisversion 14.520 Euro.